Ja, heute Abend hier der Orkanus, zum fünften Mal, zum zweiten Mal hier in Babylon. Und wir fangen auch gleich an, etwas ungewöhnlich. Wir verleihen gleich als erstes einen Preis, den man normalerweise erst am Ende abgibt. Und das machen wir nicht, weil wir Angst haben, dass der Preisträger uns vielleicht einschläft. Nein, das machen wir, damit er die Chance hat, wenn es ihm doch zu langweilig wird, dass er sagen kann, ich gehe, ich habe keine Lust mehr. Wir hoffen, dass er aber bis zum Schluss bleibt, denn oder so wie bei Reich Ranitzky, wie es ja beim Fernsehpreis war, ich nehme diesen Preis nicht an. Das wollen wir auch nicht. Und deswegen spielen wir Ihnen jetzt erstmal was ein, damit Sie überhaupt hören und sehen, von wem ich hier spreche. Die Orkanus Hörbuch- und Hörspielpreisverleihung 2011. Ehrenpreis für das Lebenswerk Wolfgang Fels. Den Sie sicherlich aus den zahlreichen Bühnenprogrammen kennen und aus TV- und Kinoauftritten. Zum Beispiel 7 Zwerge, Männer allein im Wald, hat er für den Spliss den Deutschen Comedy-Preis bekommen. Auch im Synchron hat er schon seine Erfahrung gesammelt, zum Beispiel Professor Snork in Felix II oder Madame Gasket in Roberts. Begrüßen Sie mit mir hier auf der Bühne Hans-Werner Olm. Herzlichen Dank für diese netten Worte. Guten Abend, meine bezaubernden, reizenden, wunderbaren, wohlriechenden, leckeren Frauen. Hallo, meine Herren. Berlin gilt zweifellos als Mekka der deutschen Synchronbranche. Viele internationale Kino- und Filmproduktionen erhalten hier ihre besondere Wertigkeit, meist erst durch die Synchronisierung. Ohne die deutschen stimmgewaltigen Nebendarsteller wären die Filmstars einsam und verlassen und stünden dauernd vor der Frage, warum versteht mich niemand? Die Nebendarsteller, in diesem Fall die Synchronsprecher, sind die eigentlichen tragenden Säulen des Filmgeschäfts, denn sie liefern dem Gagenprimus die Vorlagen, damit er lässig einlochen kann. Es ist genau wie im richtigen Leben. Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau und vor jeder erfolgreichen Frau steht ein Mann. Was wäre Stefan Derek ohne Harry Klein? Ein Fußgänger. Was wären die drei Engel ohne Charlie? Drei arbeitslose Schlampen mit Föhnfrisuren. Und von Siegfried und Roy ohne ihre weißen Tiger blieben nichts als zwei schwule Bettvorleger für Leni Riefenstahl. Meine Damen und Herren, ich will es auch nicht ausfallen, aber diese ganzen Sprüche im Synchrotron, schau mir in die Augen, Kleines. Aus dem Filmklassiker Casablanca mit Humphrey Bogart. Man kann nur vermuten, wie oft Sarah Connor ihren Ex-Mann so angesprochen hat, also bevor sich der Terenzi sich getrennt und als Zwerg in die Silbermine ins Phantasialand zurückgezogen hat. Aber das müssen Sie einfach mal im Alltag probieren. Ich tue das, zwar nicht mit der klassischen Stimme, sondern schau mir in die Augen, Kleines, im Supermarkt und mach mir 100 Gramm Servelatwurst, 5 Scheiben von der groben, feinen und halb Pfund Hack mit und ohne Zwiebeln. Da ist aber Stimmung an der Fleischtheke. Da kannst du aber mal sehen, wie der Puls in den bleichen Presswurstarmen der Wurstlady ins Rasen gerät. Ich habe auch noch einen schönen Schweinenacken. Ja, aber ohne die ausrasierte neue Krause käme der gar nicht zur Geltung. Meine Damen. Oder diese alte Nummer. Hey Doc, sagen Sie, wie es wirklich um mich steht. Habe ich noch eine Chance? Und der Arzt, ach, das Pflaster lassen wir noch bis morgen dran, ist noch keiner gestorben wegen so einem eingewachsenen Zehennagel. Was ich mal sehr schön finde, wenn man diese Synchronstimmen im Alltag bringt, zum Beispiel diese wunderschöne Sache, du bist beim Köln-Marathon und sagst, lasst mich zurück, geht ohne mich weiter, alleine könnt ihr es schaffen. Jetzt aber zum eigentlichen Höhepunkt des Abends. Es ist mir eine ganz besondere Freude, schon gleich am Anfang dieser Veranstaltung den Höhepunkt des heutigen Abends einzuläuten, mit der Verleihung des Ehrenpreises für das Lebenswerk an einen Künstler, den man mit Recht als Silberrücken der deutschen Synchronbranche bezeichnen darf. Ohne Frage gehört er zu den beliebtesten Schauspielern unseres Landes.
Unzählige Filmen und TV-Serien drückte er mit seiner kauzig-knorrigen Präsenz den Stempel auf. Als Leutnant Mario De Monti des Raumkreuzers Orion half er stets mit, die Erde vor halbtransparenten Aliens zu retten. Er war der joviale Butler Johann des Grafen Joster und durfte bei den Dreharbeiten sogar zwei echte Rolls-Royce zu Bruch fahren. Zudem agierte er im stets nebelverhangenen England von Edgar Wallace und brillierte Jahre später in der parodistischen Neuverfilmung dieser trashigen Kultserie neben den adolescenten Komiker-Duo Kalkofe-Pastewka als Sir John im Wichser. Er ließ seine Stimme unter anderem Filmgrößen wie Walter Matthau, Peter Ustinov, Mel Brooks, Joe, dem Anführer der gefürchteten Dortenbande, sowie Majestix, dem Hauptling der Gallier und natürlich, klar, Captain Blaubeer, der durch die aberwitzige stimmliche Interpretation unseres Preisträgers zum knuffigen, durchgeknallten Fernsehstar mutierte. Meine Damen und Herren, mit dem Ehrenpreis für das Lebenswerk würdigen wir heute Abend eine der markantesten Stimmen und Persönlichkeiten des deutschen Films überhaupt. Man könnte auch sagen, im Meer der Stimmen war er immer schon ein Völz in der Brandung, allein und synchron. Herzlichen Glückwunsch, Wolfgang Völz. Jetzt die Zeit, wo ich mit 80 anfange, Lebenswerkpreise zu kriegen. Das bedeutet, dass man da nicht viel aushält. Also ich glaube, nach 8 Lebenspreisen ist das vorbei. Da geht das Lebenssternchen dann aus. Ich danke euch vielmals. Ich halte es mit dem wunderbaren, wie hieß er schnell, der Dicke, Vollgefressene. Martin Luther! Martin Luther, der immer sagte, tritt schnell auf, mach's Maul auf, hör bald auf. Und das mache ich jetzt, wenn ich mich bedankt habe. Es war schön, alles zu machen, was ich gemacht habe. Es ist nicht so schön, nicht so gut zu laufen. Ich habe schon jetzt solchen Schiss vor dem Runtergehen. Schmeißt du mich runter? Und habt einen schönen Abend und freut euch. Und wenn ihr ein Bier kriegen könnt, bringt eins vorbei. Tschüss. So kann ich sagen, ich habe Zivildienst geleistet. So.